Stirb halt. Ich will doch nur hier oben bauen. Mehr will ich doch gar nicht. Ja, Wall bauen mit Mobs ist immer so eine Sache. Das ist immer so eine Sache. Vor allem, wie ist die blöde Ratte darauf gekommen? So, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hier jetzt mache. Also, wenn ich hier ist, muss ich hier machen, auf der Außer. Hä? So? 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 Zack. 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 Nee, das hat auch nicht hinkauen. Zack. Irgendwo habe ich da so wie einen Wurm drin. Da habe ich denn... Ja gut, das ist jetzt... Stört mich jetzt mal nicht. Das lassen wir jetzt einfach so. So. Oh, hier hätte gar nichts hingehört. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz meiner Katze eins über den Latz hauen, weil die ärgert schon wieder Rusty. So. Jetzt haben wir natürlich hier Haufen Holz verblasen. Natürlich auch ganz gut. Oh, ich habe Hunger. Yum, 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 yum. Mmm, lecker. Steaks. So. Gehen wir mal heimwärts. Sammeln zuvor hier noch die paar Orbs ein. Hm. Wir gehen aber schneller heimwärts. Zumindest, dass es mal wieder dort ist, wo es hingehört. Was ist denn das? Eine Spinne. Tagsüber ist sie eh friedlich. Hä? Bin ich doof? Hier müsste doch eigentlich irgendwo ein Karren sein. Ist er irgendwo stehen geblieben? Ja, ist er. Yay! Volle Energie! So, während wir hier nach vorne fahren, schauen wir mal, was wir eigentlich wieder haben. Ja gut, Holz haben wir jetzt ein bisschen weggekriegt, ein bisschen mehr. Hier ist das Problem unter den Feldern, wo ich es noch umbauen wollte. Hier sind wir schon wieder zu Hause. Es geht doch ganz schnell, ganz fix. Hier könnte ich ja eigentlich schon die Schienen legen. Also, den Ball habe ich jetzt auch umgebaut. Da haben wir jetzt auch wieder ein Holz weggekriegt. Recht viel Holz weggekriegt sogar. Aber wir haben wieder einige Stufen bekommen. Und die habe ich sowieso keinen Platz mehr für Stufen. Und da ich jetzt einfach mal echt faul bin, irgendwie was zu suchen, schmeißen wir alles in den Vernichter rein. Schaue ich mal meine Liste an, was wir noch haben. Die Brücke zum Schloss, nö. Den Strand am Dorf bauen auch nicht wirklich. Das keine Lust, Sonnenschirme, Dorf weiterbauen, Wall weiterbauen, da habe ich jetzt hier schon, Schienen bei Farm umbauen, naja, Hafen überarbeiten, das streiche ich mal durch, Zuckerrohr, Bäume, genau, Mobspawner, Weg, Nähe? Weg zum Dorf, Eisenbahn. Weg vom Spawner zum Dorf. Mobspawner Weg habe ich auch. Ach so, nee. Jetzt weiß ich, ich habe ja nicht in der Liste aufgeschrieben, was ich alles wegen machen will. Noch. So. Wofür ich ja auch gesagt habe, ich brauche einen Haufen Eichenlaub, Eichenholz. Ich will auf dem
Dach will ich, auf dem Dach da hinten will ich nämlich was bauen. Und auch, ich werde Kies mitnehmen. Kies werde ich mitnehmen. Und Eichenlaub werde ich mitnehmen noch. Da auf dem Dach da hinten möchte ich nämlich was bauen. Eichenlaub. Eichenlaub nehme ich mit. Eichenlaub nehme ich mit. Und ja gut, die Treppenstufe kann man auch später noch bauen. Ist da schon wieder ein Zombie drin? Kommt denn der Zombie hier andauernd rein? Da ist doch mehr als genug beleuchtet. Vor allem, warum spawnt der tagsüber hier drin? Hm. Ich habe keine Ahnung. So. Da können wir natürlich mal auslösen. Das riesige Ding da draußen, was einfach nur so riesig ist wegen dieser fucking Steuerung. So, hier oben wollte ich nämlich, hier ist ja überall Zaun und das Zaun und so, ja, das machen wir, reißen wir jetzt mal weg. Den reißen wir mal weg. Da hatte ich nämlich was Schönes vorzubauen. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel wegreiße. Das hatten wir schon mal. Nee, in Wirklichkeit ist ein Delfin. Es hat sich nur verkleidet. Rusty! Rusty! Hä? In die Küche habe ich meinen Kamin hin. So, dann reißen wir hier noch schnell den Zaun weg. So, haben wir das hier. Was denn? So. So, dann bauen wir hier jetzt halt noch schnell Erde her. Bauen wir hier Erde her. Ich baue jetzt einfach mal die ganze Ebene voll mit Erde, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Muss ich ehrlich sagen. So. Hier außen weiß ich ja schon, was ich vorhabe. Und bloß nicht runterfallen. So. Ich habe mir gedacht, ich mache so wie eine kleine Dachterrasse hier oben drauf. So einen kleinen Park hier oben, weil... Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? So. Zack, zack. Zack, zack. Ui, schon ist die Erde ausgegangen. Und dass es wächst, natürlich muss ich hier auch noch. Zack, zack. Dann mit Laub noch zumachen. Also ich habe vor, außenrum noch Laub hinzusetzen. So einen kleinen Dachpark so in etwa zu machen. Und da wo Glas ist, muss ich dann auch Glas lassen, weil sonst ist es zum Schluss... Wächst mir da unten nichts mehr, weil das ist das einzige Fenster hier. So. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Nein, 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 nein. Nicht zubauen. Wäre blöd. Muss ich dann halt nochmal Glas oben drauf setzen. Zack, 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 zack. Zack. Scheiß Fliegen. So. Rast die Waren runter. Das finde ich schon scheiße. Ja. Nimmst du immer noch auf? Ja, ich nehme immer noch auf. Deine Freundin war leicht geschockt, hä? Hat sie was gesagt? War deine Freundin leicht geschockt gerade? Oder? Ha? Also? Ja, oder dass sie jetzt in der Aufnahme drin ist. Oder dass sie jetzt in der Aufnahme drin ist.
Hä? Hab ich da unten? Ach nee, da habe ich ein Fenster eingebaut. Ah, nee, du hast dich mein Zimmer aufgenommen. In dein Zimmer habe ich nur ein Anführungszeichen aufgenommen, mal kurz reingeschaut. Ja. Ja, dein Bett. Das ist ein Team geheim, das sieht man nicht. Ja, ich habe deine Spermaflecken nicht gefilmt, keine Sorge. Soll ich es mit dem Schwarzlicht überprüfen? Ha? Okay. Mach ich. Kann mir einer mal einen Schwarzlichtliner, weil... So. Und dann will ich hier außen, wo die Baumstämme sind, will ich so Art Hecke hochziehen. So, zack. So eins. So zwei hoch. Nicht, dass mir noch einer vom Dach fällt, aus Versehen. Ich habe mal gedacht, hier ist es auch recht hoch. Hier hat man auch einen schönen Ausblick. Wenn ich dann hier oben so eine kleine Art Garten auf die Zuckerrohrplantage drauf baue, das schaut bestimmt auch ganz cool aus. Ich laufe extra mal nicht hier rum, weil ich falle eh nur runter. Wie bei einem Jump'n'Run. Wisst ihr das noch? Wir haben mal einen Jump'n'Run aufgenommen gehabt. Gott, da war ich sogar noch mit Anelli zusammen, mit dem Jump'n'Run. Und das war... Ja gut, dass ich die Rechte hatte und Operator hatte und einfach mal fliegen konnte. Sonst hätte ich geweint. Wir sind da einfach nicht weitergekommen. Das waren auch noch in der ganz Anfangszeiten meines YouTube-Channels. Ganz anfangs war das noch. Hier könnte ich doch noch mal Bäume hinsetzen. Jetzt die Frage, geht in Minecraft... Mir ist gerade so eine Idee gekommen. Geht in Minecraft durch Wasser das Licht durch? Also, dass es unten weiter wächst, das Zeug. Weil dann würde ich nämlich hier Wasser reinsetzen, wie so einen kleinen Teich. Hm, ist jetzt die Frage. Weil wenn drunter die Zuckerrohrplantage nicht mehr funktioniert, das wäre ja für ein Arsch. So. Jetzt mache ich hier so einen kleinen Kiesweg. So einen kleinen, aber feinen Kiesweg hin. Aha, mache ich hier noch. Zack. Ja, okay. Ist okay. Vertretbar. Machen wir es so. Gut. Kleinen, aber feinen Kiesweg. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich den so her mache. Was? Knochenmehl.
So, dann knall ich hier jetzt schön über ganz dezent Kies her. Mach hier so einen kleinen Kiesweg. Und ich brauche hier oben dringend noch Grasblöcke. Sonst habe ich nämlich ein Problemchen. Und dieses Problemchen heißt, hier wird dann kein Gras drauf sein, sondern es ist immer Erde. Das wäre natürlich auch blöd. Das war eins zu weit. Hier bin ich ja schon da unten. So, mal gucken, ob ich noch irgendwo Grasblöcke übrig habe. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas Behutsames habe, um irgendwo Grasblöcke abzubauen. Schauen wir mal schnell ins Lager. Vielleicht auch noch ins Nebenlager. Irgendwo werde ich bestimmt Kies, brauche ich keine mehr. Erde brauche ich keine mehr. Habe ich hier schon wieder im Haus einen Zombie? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ah, ne, eine Spinne. Die sich am Dach rumtreibt. Das ist nicht so tragisch, dass da alles eine Spinne ist, die am Dach rumläuft. Nur noch 5, nachdem mein Bruder und Patricia auf diesem Server waren. Habe ich nur noch 5. 5. 365. Juhu, du hast nicht mal Minecraft. Dann komm hier mal online und hilf mir mal ein bisschen. Ich habe noch ganz viel vor.